Spanien hat Frankreich mit 2:1 besiegt. Das spanische Team hat damit das Finale der EM 2024 in Berlin erreicht und könnte seinen 4. Titel gewinnen. Die Spanier hatten zwar einen schweren Start und gerieten bereits nach 9 Minuten in den Rückstand, als Rondal Kolo Muani ein Tor für Frankreich geschossen hat. Doch Lamine Yamal glich das Spiel in der 21. Minute mit einem fulminanten Schuss aus und wurde damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Turniers im Alter von nur 16 Jahren. 4 Minuten später brachte sein Teamkollege Dani Olmo Spanien in Führung. Das Spiel wurde in der 2. Halbzeit unterbrochen, als ein Mann auf das Spielfeld rannte, um ein Selfie mit dem französischen Spieler Kylian Mbappé zu schießen. Kritik gab es an einigen deutschen Fans, die den spanischen Spieler Marco Correa bei jeglichem Ballkontakt auspfiffen. Cucurellas Arm hatte beim Viertelfinalspiel gegen Deutschland Jamal Musialas Schuss blockiert, der vermutlich das 2:1 für Deutschland bedeutet hätte. Im Turnierfinale am Sonntag werden die Spanier auf England oder die Niederlande treffen.